Von erschreckenden, häuserverschlingenden Erdlöchern über pittoreske, natürliche Höhlen. Heute für euch 10 mysteriöse Erdlöcher, die du gesehen haben musst. Nummer 10. Das Bohrloch des kontinentalen Tiefbohrprogrammes der Bundesrepublik Deutschland. Eines der tiefsten Löcher weltweit befindet sich in Deutschland. Es reicht ganze 9 Kilometer in die Erde. Die holländische Künstlerin Lotte Geven nahm mit einem Geophon die Geräusche aus der Tiefe auf. Das Gruselige daran war, sie ähneln stark einem Herzschlag. Kommen wir zu Nummer 9, das Guatemala-Loch. Dieses Loch in Guatemala-Stadt entstand urplötzlich im Jahr 2007. Es ist 300 Meter tief und mitten in der Stadt. Ursache war wohl ein Hohlraum unter der Straße, der durch starken Regen eingestürzt ist. Tja, Freunde, man kann einfach nie vorsichtig genug sein. Und die Nummer 8, das Deluxe Mystery Hole. Diese Touristenattraktion befindet sich im US-Bundesstaat Oregon. Die Tiefe des Loches wurde nie wissenschaftlich untersucht. Allerdings behauptet der Besitzer des Loches, dass es über 5000 Jahre alt sei und von Aliens gegraben wurde. Aha, von Aliens also. Und damit wären wir bei der Nummer 7, die himmlische Grube. Na, das klingt ja schon vielversprechend. Die tiefste Sinkhöhle der Welt befindet sich in China und heißt Xiaoshai Tiangkeng oder so ähnlich. Sie ist 662 Meter tief und die Öffnung hat eine Fläche von 274.000 Quadratmetern. Das ist wirklich verdammt groß. Erforscht wurde sie erst vor gut 20 Jahren und man fand diverse seltene Pflanzen und Tierarten auf dem Grund des Loches. Und die Nummer 6, das Kola-Bohrloch. Auf der russischen Halbinsel Kolar befindet sich das tiefste Bohrloch der Welt. Über 12.000 Meter tief wurde in die Erdkruste gebohrt. Seit Einstellung der Bohrungen im Jahr 1992 kursierten Gerüchte, dass die Höhle angebohrt würde. Deshalb hätten die Arbeiten abgebrochen werden müssen. Ins Loch herabgelassene Mikrofone sollen angeblich unheimliche Stimmen aus der Tiefe aufgenommen haben. Wer's glaubt? Weiter mit der Nummer 5. Das Devil's Sinkhole. Diese 106 Meter tiefe Höhle liegt in Texas. Im Sommer leben Millionen von mexikanischen Bulldoggen-Fledermäusen in der Höhle. Bevor es zum Naturschutzgebiet ernannt wurde, suchten das Teufelsloch immer wieder Schatzsucher heim. Man fand sogar 6000 Jahre alte Pfeilspitzen in der Höhle. Tja, damit kann man allerdings heute auch nicht mehr wirklich viel anfangen. Und kommen wir zu Nummer 4, dem Glory Hole am Monticello Damm. Diese Überlaufrinne in Nordkalifornien ist die größte der Welt. Doch aufgepasst, Schwimmer dürfen dem Loch auf keinen Fall zu nahe kommen. Erst 1997 wurde eine Schwimmerin eingesogen und ertrank nach einem 20-minütigen Kampf gegen den Sog. Also Freunde, beim Glory Hole immer auf den Sog achten. Kommen wir zu Nummer 3, das Harwood Hole. Das Harwood Hole befindet sich im Tasmanischen Nationalpark. Es ist 183 Meter tief und der Abstieg in diese Tiefe soll sich sehr, sehr ungewöhnlich anfühlen. Übrigens, Teile des ersten Hobbit-Films wurden auch hier gedreht. Und kommen wir zu Nummer 2, die drei Löcher in Sibirien. In Sibirien wurden 2014 drei Löcher entdeckt. Am Grund des ersten befindet sich ein See. Es liegt an einem Ort, den man auch das Ende der Welt nennt. Da sie plötzlich erschienen sind, vermuten Verschwörungstheoretiker bereits Laserwaffen oder Aliens. In Wirklichkeit entstanden die Löcher jedoch durch eine bisher nicht wissenschaftlich untersuchte Art und Weise. Sie explodierten von unten nach oben. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1, die Mirny Diamantenmine. Sie war die größte Diamantenmine der Sowjetunion. Allerdings wurde sie geschlossen und der Luftraum über ihr gesperrt, da immer wieder Helikopter durch mysteriöse Luftströmungen eingesogen wurden. Das klingt ja schon fast so wie ein zweites Bermuda-Dreieck. Ja Leute, das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao!